Beim Heiraten ist das Nicht-Heiraten denn etwas verpönt ist oder das verboten ist, nicht zu heiraten? Aber okay, die Frage jetzt erstmal. Eine Person hat keinen Bedarf nach Heirat und er unterlässt die Heirat sein Leben lang. Ist das irgendwie problematisch? Ist das kritikwürdig? Tayyib, jedenfalls der Prophet kritisiert diese Person hier, weil er nicht heiratet. Er sagt, ich werde nicht heiraten. Aber der Punkt ist, der Mann macht es in Form von religiöser Abstinenz. Er sagt, ich mache das nicht, ich enthalte mich diesem Trieb aus gottesdienstlichen Gründen. Tamam? Und das ist nicht legitim. Das ist nicht legitim. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam am Ende, dass usalli wa anam, mash, asum wa aftir wa atazawwaju an-nisa. Ich heirate die Frau. Aber wenn das jemand einfach so unterlässt, ja, der hat keinen Bedarf danach, er hat keinen Bedarf, dann bewegt es sich zwischen Mubah und Makruh, je nachdem. Es gibt eine Menge Ahadith, die darauf hindeuten, dass das Heiraten dem Nicht-Heiraten vorzuziehen ist und dass das Heiraten zu präferieren ist. Al-Ubbi sagte, er erwähnte diesen Fall, also er sagte, dass die Ahadith, die das Primat des Nikah erwähnen, deutlich überwiegen als alles andere. Aber er sagte dann, handelt es sich bei diesen Ahadith um Zeiten, in denen die Frauen dem Mann beistanden in Din und Dunya. In Zeiten, in denen die Frauen sowohl das Weltliche als auch das Religiöse im Mann gefördert haben. Dann sagt er, was nun aber heute, die Zeit heute betrifft, sagte, فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَمِنَ النِّسْوَانِ. Wir suchen Zuflucht bei Allah vor dem Shaitan und vor... Also es mag vielleicht ein bisschen überzogen sein und davon auszugehen, dass es keine Frauen mehr gibt, die diese Eigenschaften erfüllen und dass es nur noch Übel gibt überall und in jedem, das ist durchaus überzogen. Yani. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass das Gute stets in meiner Umma verweilen wird, auch wenn es mal zunimmt und abnimmt. Die andere Sache ist, es ist ein allgemeiner Zustand, der nicht nur die Frauen betrifft, sondern auch die Männer gleichfalls betrifft. Es ist ja nicht so, dass die Männer Engel geblieben sind und nur die Frauen haben sich ins Negative entwickelt. Jedenfalls der Nikah ist eine Handlung, der von allen fünf Ahkam betroffen sein kann. Der Nikah kann verpflichtend sein, er kann mustahab sein, er kann makruh sein und er kann haram sein. Kann auch haram sein, der Nikah. Yani es mustahab, مثلاً, wenn jemand die Bürde der Ehe tragen kann, aber kein intensives Verlangen danach hat, dann ist es für ihn mustahab. Es kann verpflichtend sein, wenn er eine Ehe unbedingt notwendig hat. Es kann verboten sein, der Nikah kann verboten sein, wenn er beispielsweise eine zweite Frau heiraten möchte, aber gar nicht in der Lage dazu ist. Heiratet eine zweite Frau, kann sich aber nicht um sie sorgen oder kann die entsprechenden Rechte der Ehe nicht erfüllen. Er weiß es im Voraus, dass er das nicht kann. Wie zum Beispiel, dazu gehören auch diese Geheimehen, die Leute machen. Die heiraten eine Frau, insgeheim,
Und sie wissen von vornherein, dass sie dem nicht gerecht werden können, weil er muss es ja vor der ersten Frau verbergen. Und da kann er ja nicht jeden zweiten Tag fehlen. Ja, ohne zu lügen oder nicht lügen, er wird es aber nicht machen. Er wird es nicht machen, weil er irgendwann weiß, er, dass es auffällt. Tamam? Und dann wird er die andere Frau wochenlang hängen lassen, monatelang hängen lassen. Und vielleicht ja, macht er sie sowas wie Wochenendsfrau. Und das ist, der wird der Sache gar nicht gerecht. Tamam? In so einem Fall ist es für ihn nicht erlaubt, so eine Ehe einzugehen. Oder beispielsweise, wenn er eine Frau heiratet, die ihm nicht erlaubt ist, das ist auch eine Form des illegitimen Nikahs.